Startschuss zum Charity Walk and Run durch den Wiesbadener Kurpark. Ob gemütlich wandernd oder ambitionierte 10 Kilometer laufend. Das Startgeld der Teilnehmer sowie der Erlös aus dem Rahmenprogramm kommt der Bärenherz-Stiftung, der Zwerg-Nase-Stiftung und Humanity First Deutschland zugute. Allein durch das Startgeld wurden, laut Angaben der Organisatoren, ca. 5.400 Euro eingenommen. Organisator ist die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslimgemeinde. Also das ist eine Idee, die die Jugendorganisation selbst geboren hat. Es geht einfach darum, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Also mitzuwirken im gemeinschaftlichen Leben einer Stadt und etwas zu geben dafür, dass man hier sich wohlfühlt in dieser Stadt, ein Teil dieser Stadt ist. Und wenn man das dann auch noch machen kann und dabei Kindern helfen kann, die also in lebensbedrohlichen Situationen sind, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Zwar gibt es beim Charity Walk and Run auch Pokale zu gewinnen, doch das ist für die Teilnehmer eher Nebensache. Wir nehmen schon seit 8 Jahren dran teil und wir machen das, weil es für einen guten Zweck ist und für unsere Gesundheit. Und ja, und deswegen machen wir das hier. Ich laufe eine lange Zeit meines Lebens schon, mache ich so Laufsport. Und wenn dann eine Veranstaltung in meiner Nähe ist, ich wohne ja hier in der Nähe, dann macht es besonders Spaß, da teilzunehmen, weil man da gleichgesinnte Sportskameraden, alte Freunde trifft vielleicht sogar, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Und hat da seinen Spaß dran und tut noch was für einen guten Zweck. Für sich selbst und für andere. Der Charity Walk and Run findet in Wiesbaden nun schon zum 8. Mal statt und wird mittlerweile auch in über 10 anderen Städten veranstaltet.